Ja, was machen wir denn jetzt? Brauchen wir. Ach, Alter, hast du direkt das parat? Ayo. Abschicken! Hau mal rein. Ja, erfährst du schon mal das nächste. Oh Mann, ey. Jetzt sind die ganzen Wände dazu gekommen. So, ich will was testen, wenn die jetzt als nächstes hier stehen bleiben, wenn das Ding wieder runterkommt. Ja. Eigentlich müsste ich mich da mal mit draufstellen, wenn das geht. Das heißt, wir machen jetzt mit Stufe 2 weiter, ne? Haben wir jetzt Stufe 1 komplett fertig? Ja, jetzt ja. Alle 7. Nice. Jetzt können wir mit Stufe 2 weitermachen, wo aktuell 4 offene Sachen sind. Da kommen wahrscheinlich 2 später auch noch dazu. So, dann mal gucken. Was haben wir bei Teilmontage? Modularer Rahmen, was bringt der? Mehrzweckbaustein, okay. Weiß ich nicht. Also okay. Farbpistole ist nur Optik, brauchen wir jetzt nicht. Noch nicht. Gehwege brauchen wir auch nicht. Langsam werden, ja doch, Sprung- und Gehwege werden langsam interessant, ne? Ich würde erst die Produktion hier erweitern. Wir müssen viel Material haben, um später unsere richtige Fabrik zu bauen oben. Ja. Das heißt, ich würde aktuell tatsächlich auf Teilmontage gehen. Mhm. Ja, weil das wirklich bedeutet, dass man mehr Sachen noch bauen kann. Strom ist weg. Ah, cool. Gehen wir auf Teilmontage. Oder? Warte mal. Der letzte Verbrauch ist jetzt da auch weg. Wieder Stromabfall? Ja, weil ich bin dabei noch halt die letzten Biomasse-Dinger dazu verpulvern, bevor ich die Brennstoffzellen reinjage. Achso, gut. Aber jetzt können wir unsere doch. Unsere Rakete kommt wieder. So, wo fehlt's? Da fehlt's. Da fehlt's. So. Also soll ich Teilmontage in Auftrag geben? Was war das jetzt, Teilmontage? Manufaktor, Rotor und Modular. Ja. Ich würde sagen, wir machen das von links nach rechts im Moment. Passt eigentlich von der Priorität. So, 300, 300, 500 und 100, okay. Nee, nur 300. Beim dritten. Einfach schon direkt fast fertig. Nein, es ist fertig. Hast du schon alle? Achso, nee, noch nicht alles, aber viel. So, das auch noch da rein. Ist auch alles am Start, ja geil. So. Achso, Werkbank ist, ja. Ach nee, brauche ich ja gar nicht, ist ja schon verarbeitet. Juhu. Ich habe ja die andere Werkbank verschoben, hast du gesehen, wohin? Nee. Nehmen die Werk. Hier. Siehst du, wo ich bin? Hier, steht sie. Achso, okay. Wir sind aber fast fertig. Hast du Kabel? Nein. Ich hab alles. Mache ich gerade. Das ja, reicht. Wir müssen unsere Produktion viel mehr erweitern beim Eisen, ne? Ja. Also Eisen müssen wir immer so viel nehmen, dass nichts mehr im Lager drin ist. Ist dir aufgefallen? Ja. Das heißt Eisen. So, bevor du es abschickst, Moment. Beton haben wir noch genug. Ich möchte noch was testen vorher. Hast du die restlichen Eisenrohre? 12 habe ich gerade dabei, ja.
Okay, dann hol sie mal, aber schick's noch nicht ab. Ja, ist drin. Ich will grad was testen. Hab ich irgendwas Wichtiges dabei? Nein. Okay, warte, ich hab noch diesen Zipper, lasse ich mal noch hier. Bevor du es abschickst, ich will das testen, du weißt was. Ja, du willst mitfliegen. Und sterben. Es ist möglich, dass das passiert. Spätestens, wenn das Ding in Schräglage geht. Kann ich da oben nicht wiederbeleben, ne? Ich fall hier runter. Ups, vielleicht. Nein, will ich nicht abbauen. Sag wann. Okay. Gut, dann T minus. Oh, ich wollte es. T minus 3, 2, 1 und go. Oh oh. Milestone reached. Michi, war schön mit dir. Warte, du hebst echt ab? Ja. Warte, ja, du musst wiederkommen. Das Ding dreht sich jetzt noch? Ich weiß nicht. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, hab ein Widescreen. Du bist tot, steht bei mir. Okay. Totenkopf, aber Totenkopf irgendwo mitten im Nirgendwo. Nee, Totenkopf, ich falle auch nicht, um ehrlich zu sein. Wird irgendwo ganz anders angezeigt gerade. Ich weiß nicht, wo du bist, ne? Ich bin unten, hi. Ey, du lebst? Ich. Ja. Alter, war das hoch. Scheiße. Können wir mal das nächste erforschen? Ja, klar. Da haben wir denn so zur Auswahl. Also oben rechts stehen die Sachen, die können wir noch nicht hinzufügen, weil 5 Minuten. Ja, klar. 200, 200 und 100, okay. Warte, ich mach die 100 eben. Alter, das war eine Aussicht. Ist das überhaupt geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du gleitest direkt schon runter. Ja, du fliegst halt relativ schnell hoch und dann bist du nach wenigen Sekunden im Widescreen quasi. Ja. Aber wir müssen die Produktion überall mindestens verdoppeln. Dauert uns alles so ewig. Gut, das kriegen wir hin. Ah ja, geht da noch nicht. So, Kabel haben wir. Wie viele Elektroschnecken haben wir aktuell? 2, oder? Hey, ich hab da noch eine da eingelegt. Ah ne, eine ist ja weggegangen wegen der Suche. Stimmt. Wegen der? Eine. Wegen der Analyse. Achso, das haben wir nur eine, verdammt. 2 wären gut, dann könnten wir die Produktionsläufe ein bisschen übertakten. So, warte mal, in der 5. Folge ist deine Pizza schon weg? Oder wie war das? Naja, ist schon längst weg. Können wir eigentlich hier noch was Neues machen? So, oder? Doch. Objektscanner, sie können auch mit sehr geschickt, die hat es ja schon gemacht. Ja, den Objektscanner haben wir noch nicht. Und der Xeno-Zepper ist der, den du jetzt hast, ne? Den wir immer von Anfang an haben. Ja. Den können wir jetzt so kann automatisiert werden, indem Teile mit einem an den Eingang geschlossenen Förderband zugeführt werden. Produktionsteile können automatisch gesehen werden und Förderband an den Ausgang geschlossen wird, okay? Das heißt jetzt was? Manufaktur meinst du? Genau. Das ist dasselbe wie ein Konstruktor, nur andersrum quasi fast. Ach, der zerlegt Sachen? Nee. Okay, hab ich gerade falsch erklärt. Nee. Oder. Ja. Konstruktor ist quasi, du machst aus einem Barren ein Brett. Und aus dem Manufaktor okay. Hast du zum Beispiel aus einem Brett und aus einer Stange machst du ein Auto. Was? Warte, was? Nochmal bitte. Einfach, du hast 2 Ausgangsstoffe, mit dem du was anderes brauchst. Verstehst? Quasi das, was wir in der Werkbank machen, nur automatisch. Ja, und zwar quasi. Für was zum Beispiel? Irgendwas, wo man 2 verschiedene Sachen für braucht. Ja, verstärkte Eisenplatten könnten wir jetzt dadurch automatisieren. Für verstärkte Eisenplatten brauchen wir nämlich eine Eisenplatte und Schrauben. Verstehst okay. Du? Die verschiedenen ja. Eisenplatten könnte man mit diesem Gerät dann bauen. Also automatisieren.
Aber dafür brauchen wir viel mehr Ausgangsrohstoffe, ne? Na klar. Da ist unsere Fabrik noch total low gegen. Bringt uns noch gar nichts. Jo, sieht ja schon mal ganz schön aus von hier oben. Hi. Was ist denn den Turm jetzt hergebaut? Den habe ich mal eben hier gezaubert. Der ist eigentlich total ganz unnötig. Du siehst von hier auch direkt die Kupfermine, die neue, die ich gefunden habe. Genau. Die ist total unnötig, also der Turm, oder? Ich finde, da hinten sind ja nochmal zwei, was ist das, Kalk und was ist das andere? Ist das nicht beides Eisen? Warte, da muss ich hin. Nimm mal so ein Signal. Autsch. Oh, das darf ich. Nimm mal so ein Signal-Ding mit. Gerade keins. Kannst du eins mitnehmen? Ja. Au! Ist ein Loch. Eisen. Das ist beides Eisen. Ist unnötig, hat er gesagt. Ist total überflüssig, hat er gesagt. Eisen. Zwei Eisenminen sind das, hat er auch gesagt danach. Wir haben jetzt viermal Eisen. Das heißt, du weißt, was das bedeutet? Scheiße, Mann. Ja, genau das bedeutet. Lass uns aber die Kette bis nach vorne hinlegen. Ich hab keinen Bock, die ganzen Strecke immer zu rennen. Ja, ja, nee, was heißt. Warte mal, das heißt, wir können die beiden Plattformen, die wir jetzt haben, kannst du die nicht fusionieren zu Eisenplatten? Dann machen wir aus den anderen beiden neuen dann Eisenbogen. Wir müssen das Lager dann nur leer machen, aber können wir ja. Machen wir ja, jetzt noch nicht, erst wenn wir die gebaut haben, ne? Schauen wir um. Ach, übrigens, dein Kollege kommt runter. Der Kollege kommt runter. Ah, der Kollege. Kümmern wir uns gerade erstmal um den Meilenstein. Hauptsache, das Ding ist dadurch erstmal weiter befüllt. Das heißt, hinten so. Bauen wir dann die Stangen und hier vorne die Platten. Ja. Und wir haben dann insgesamt vier Lagercontainer am besten nebeneinander, ne? Ja. So, dass die von da hinten nach hier hinlaufen und die Lagercontainer direkt vor unserer Tür stehen. Das wäre nice. Haben wir, ja, lass uns die Lager mal direkt vor die Tür dann setzen einfach. Ja, ja, genau. Will ich auch. Ich habe dazu eine Idee. Wo sind sie nochmal da? Ich brauche Beton. So, ich baue uns jetzt mal eine Lagerstätte. Vier Stück, ne? Vier Container, ne? Vier Lagercontainer brauchen wir nebeneinander. Einer passt auf die Platte, ne? Ich glaube, zwei sogar. Zwei, wenn man die so baut. Eigentlich ist das scheiße, warte mal, das gefällt mir nicht. Bau hier direkt dran, ja? Geht das? Hier. Kannst du hier direkt eins reinbauen, dass man da ohne aufs Grüne zu kommen drauflatschen kann? So, kannst du mal hier die Werkbank, die wir da stehen haben, mal wegmachen? Hier vorne. Ja, bau lieber hier rein. Ja, genau. Ja, so ist gut. Ernsthaft, das passiert nicht. Ernsthaft? Na. Gut, dann Container. Wir können auch neue Container bauen, ne? Machen wir erstmal, ja. Gucken wir später. Aber lass mal hier eine Platte zwischen Platz, dass wir noch laufen können, ne? Ja. Container, bauen wir so. Organisation. 10 davon, 10 davon brauche ich, okay. Ich bin mal kurz so frei. Ach, scheiße, geht gar nicht mehr.
Hast du noch irgendwelche Materialien? Stahl und also Platten und Stangen? 47, 47 gerade aufgenommen. Ich bräuchte mal bitte ein bisschen was. Passt ja, 40, 40, 40 passt. Nix, Leute. So, Container. So rum. Hier die hinsetzen, ne, wo ich gerade stehe, eine. Ich wollte ein bisschen Platz haben dazwischen. Ja, reicht doch hier so eine kleine Kuhle, oder? Nee, nicht dahin, sondern. Du musst mal raus? Genau. Ja. Etwas nach rechts. Okay. Stimmt, deswegen. Kommst du die Ressourcen komplett zurück? Was bis jetzt ja. So. Ne, ist immer noch nicht richtig. Hey, wieso? Achso, ja. Richtig. Es liegt daran, dass die breiter sind als eine Plattform. Mhm. Gut, dann. Wir sollten erstmal die Basis hinten schaffen, oder? Oder bauen wir die? Ja klar, wir machen erstmal die neuen da hinten, verketten die dann bis hier hinten hin und den Rest machen wir dann später. Ja, die Produktion. Wir bauen, sollen wir auch die Produktion, die Verarbeitung direkt hier vorsetzen? Ja, ne? Ist besser. Nee, die würde ich alles kompakt hinten lassen. Warum? Weil dann werden wir später flexibler, um die Sachen hier umzubauen. Steht so, falls bevor man noch eine Maschine dazwischen setzt oder so. Ja. Dann hat man mehr Platz hier noch, weißt du? Ja, okay. Ich würde die Sachen immer so kompakt wie möglich an der Mine direkt bauen. Das heißt, hier wird natürlich sehr weit von den Förderbändern. Müssen wir vielleicht mit einem Fördermast bauen? Müssen wir mal schauen. Womit gibt es jetzt hier Probleme? Auch sag mir nicht, dass die Fundament. Ah, Mann. Oder ist. Achso, nee, das ist die Maschine. Maschinen müssen wir bitte auch nochmal ein bisschen umstellen, ne? Können wir ja gleich machen. Geringfügig aber. So. Wie habe ich kein Material mehr? Ist das kein Material mehr dafür? Tatsache. Ja, okay, reicht aber auch. So, wir brauchen ein paar Eisenrohre, dann ist der Meilenstein auch durch. So, Energie. Schon mal eine Idee für die Energie nachher. Für noch so ein Kraftwerk. Wir errichten einfach 4 Säulen jeweils an den Eckpunkten unseres Lagers, also unserer Hauptzentrale, verbinden diese alle miteinander mit unseren Generatoren dann und an den Eckpunkten können wir dann mit jeweils 2 Strängen immer weggehen. Klingt gut. Also hier haben wir so einen Ring drum gezogen bekommen. Und wir brauchen noch mehr Beton. Das können wir mit Kalk nachher regeln. So.
Ist es eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse. Klapp mich! Oh mein Gott!